Nicaragua. Idylle pur. Ruhig fließt der Rio Brito dahin. Ein Paradies für Mensch und Tier. An seiner Mündung ergießt er sich in den Pazifik. Doch mit der Stille soll bald Schluss sein. Hier ist ein Jahrhundertprojekt in Planung. Ein Kanal quer durch Nicaragua. Dahinter steckt China. Seit Jahrzehnten sichert sich Peking die Herrschaft über die Seewege und über die Häfen. China arbeitet daran, das Rückgrat der Weltökonomie zu kontrollieren. Der größte Hafen der Welt ist Shanghai. China erweitert ihn um ein neues Teilstück im Meer. Yangshan liegt etwa 90 Kilometer vom Mutterhafen entfernt. Vor 10 Jahren wurde der erste Teil des Tiefwasserhafens in Betrieb genommen. Er ist über eine 32 Kilometer lange Brücke mit dem Festland verbunden. Die längste Überseebrücke der Welt. Chinas Bauprojekte sprengen seit Jahren Rekorde. Für die Planer aus Peking scheint es keine Grenzen zu geben. Der Hafen repräsentiert die Zukunft des Seehandels. Er kann Containerschiffe jeder Größe be- und entladen. Sieben der 10 größten Containerhäfen der Welt liegen heute bereits in China. In Zukunft will Shanghai 35 Millionen Containereinheiten im Jahr umschlagen. 90% aller Waren werden über das Meer transportiert. Experten gehen von einem globalen Containerumschlagswachstum von 6% bis 2020 aus. Chinas Planwirtschaft bereitet sich seit Jahrzehnten auf den zunehmenden Seeverkehr vor. China gilt seit Jahren als verlängerte Werkbank für die Welt. Große Konsumgütermengen stammen aus China, werden nach Europa verteilt, werden nach Amerika verteilt. Und vor diesem Hintergrund ist China einfach bestimmend für den gesamten Weltcontainerverkehr. 30.000 Menschen werden einmal in Yangshan arbeiten. Für sie baute China extra eine eigene Stadt, Lingang New City. Rund 1 Million Menschen werden hier einmal wohnen. Lingang ist eine Hommage an die Partnerstadt Hamburg. Vom deutschen Architekten Meinhard van Gerkan stammt die Idee des künstlichen Sees als Zentrum. Als Vorbild diente die Alster. China denkt in Megaprojekten, in globalen Netzwerken und vor allem, es plant weit nach vorne. Die Dimension chinesischer Überlegungen wird deutlich, wenn man sich die Schiffsrouten und die chinesische Präsenz an den Küsten der Meere einmal auf einer Weltkarte ansieht. China besetzt seit Jahren systematisch Häfen und Schiffsliegeplätze. Stück für Stück greift Peking nach der Kontrolle der Seewege. Erst vor 60 Jahren erfunden, revolutionierte der Metallcontainer den Welthandel. Containerschiffe sind das wichtigste Transportmittel der Wirtschaft. Das Maß für die eckigen Metallkisten heißt TEU, 20 Foot Equivalent Unit. Oder auf Deutsch Containereinheit. Der meistgenutzte und bekannteste Container misst 2 Containereinheiten. Er ist etwa so groß wie ein LKW und ideal geeignet für den Transport zu Wasser und zu Land. Die Standardisierung führte zu einer Vereinheitlichung von Hafenanlagen, Containerschiffen und Arbeitsabläufen. Über 90% aller Container und Ladekrane stammen aus chinesischer Produktion. Peking formt in gigantischem Ausmaß weltweit Landschaften zu Häfen um, immer den Seehandel im Blick. Die neueste Baustelle ist in Nicaragua geplant. Ein Kanal vom Atlantik zum Pazifik.
Das kleine Land ist arm. Seit der Revolution 1979 konnte oder wollte keine Regierung das Joch der Armut abschütteln. Erst führten die USA einen schmutzigen Krieg. Dann plünderte eine rechte Regierung Nicaragua jahrelang aus. Jetzt hoffen die Menschen auf die Einnahmen aus dem Kanal. Mit dem erwarteten Geld möchte Präsident Daniel Ortega das zweitärmste Land Lateinamerikas aus seiner Misere retten. Wir sind sicher, dass wir unsere Ökonomie von 11,8 Milliarden in eine Ökonomie von 25 Milliarden verwandeln können. Wir verdoppeln damit das Bruttoinlandsprodukt bis zum Ende des Jahrzehnts. Die Bevölkerung befürwortet den Kanal angeblich mehrheitlich. Im Internet und im Fernsehen sind chinesische Propagandavideos geschaltet. Der Kanal soll fast 280 Kilometer lang werden. Die Bauzeit nur 5 Jahre betragen. Offiziell steht hinter dem Jahrhundertprojekt nur ein einzelner chinesischer Geschäftsmann aus Hongkong. Doch das glaubt im Land niemand. Allgemein wird angenommen, dass der Wasserweg ein Projekt Pekings ist. Alle sprechen auch immer nur vom chinesischen Kanal. Die Opposition nutzt die unglaubhaften Informationen, um Streit im Land zu forcieren. Umweltschutz funktioniert dabei immer als Waffe. Die Sorgen, die die Wissenschaftler haben, ist die Bedrohung der Naturschutzgebiete, die sich auf der Route des Projektes befinden. Der Kanal beginnt am Atlantik in Punta Gorda und führt hier zu den Feuchtgebieten von San Miguelito. Hier soll ein künstlicher See gebaut werden, genau dort, wo sich das Schutzgebiet Punta Gorda befindet, um den Kanal mit Wasser versorgen zu können. Hier in der gesamten Region befinden sich viele Naturschutzgebiete, die wichtig für die Flora und die Fauna des Landes sind. Der Kanal durchquert den See, führt an der Insel Ometepe vorbei, die ebenfalls Naturschutzgebiet ist, sucht sich seinen Weg zum Pazifik über den Rio Brito, wo am Ende auch noch ein Tiefwasserhafen gebaut werden soll. Wir fahren nach San Miguelito. Hier wollen wir uns einmal anschauen, wie sich die imperialen Pläne Chinas konkret auf das arme Land auswirken. Unsere Spurensuche beginnt in dem verschlafenen Ort am Ufer des Nicaraguasees. Wir tuckern dorthin, wo der Kanal gebaut und Umweltschützer die Natur bedroht sehen, den Rio Tule hinauf. Alles wirkt traumhaft. So stellt man sich als Laie einen intakten Regenwald vor. Doch die Bootsführer belehren uns eines Besseren. Noch vor 20 Jahren lebten hier doppelt so viele Tiere und Vogelarten. Schließlich legen wir irgendwo an. Nur wenige Schritte hinter der dichten Uferböschung die Überraschung. Statt dichtem Regenwald nur gerodete Flächen und erodierter Boden. Die Bewohner erzählen, dass die rechte Regierung damals den Wald zum Kahlschlag freigab. Außerdem rodeten Rinderzüchter ungehemmt Weideland für ihre Tiere. Aber warum erzählen die Umweltschützer, dass es sich hier um schützenswerte Reservate handelt? Wir fahren 30 Kilometer weiter zu einem ausgewiesenen Naturschutzgebiet. Das gleiche Bild. Die angeblichen Bioreservate sind Papiertiger. Unsere Nachforschungen ergeben, dass der Wald in 30 Jahren auf weniger als ein Drittel seines Bestandes schrumpfte. Die Kanalgegner erfinden unberührte Natur. Die Regierung behauptet, den Wald mit dem Kanalgeld wieder aufzuforsten. Was aber auch immer passiert, gesellschaftliche Einschläge sind durch das Jahrhundertprojekt auf jeden Fall zu erwarten. Mit tausenden Arbeitern und Baumaschinen wird San Miguelito nie wieder so sein wie heute.
Doch können sich die Nicaraguaner überhaupt vorstellen, was die chinesischen Pläne bedeuten und wie so eine Kanalbaustelle aussieht? Ein Blick auf die andere Seite des Erdballs könnte helfen. In Sri Lanka formt China die Erde bereits in unvorstellbarem Ausmaß um. In Hambantota entsteht einer der größten Tiefwasserhäfen der Welt. Hier eine Drehgenehmigung zu bekommen, dauerte über 6 Monate. Noch nie zuvor hat ein Kamerateam die Dimensionen der Baustelle dokumentiert. Auch deshalb werden wir wohl immer wieder von verwunderten Chinesen kontrolliert. Doch man lässt uns völlig freie Hand. Gebaut wird derzeit an Phase 2 des Megaprojektes. Die Wände dieses Hafenteils sind 22 Meter hoch und über 1 Kilometer lang. Allein dieses Becken ist rund 130 Fußballfelder groß. Dabei ist es nur als kleiner Anlegeplatz gedacht. In Phase 3 wird ein noch 6-mal größeres Becken entstehen. Insgesamt wird der Tiefwasserhafen einmal 16 Quadratkilometer bedecken. Geplant sind außerdem eine Erdgasraffinerie und Treibstofflager. 50.000 Menschen sollen hier einmal arbeiten. Phase 1 der Bauarbeiten ist bereits abgeschlossen und die Anlagen funktionsfähig. Bisher werden hier vor allem japanische Pkw zwischengelagert und dann weiterverteilt. Der Hafen ist gedacht als sogenannter Hub zum Lagern und Umladen von Gütern zwischen sogenannten kleinen Fiederschiffen, die kurze Routen befahren, und den Containergiganten aus Übersee. Der chinesische Hafen soll die Handelswege in den arabischen Raum, nach Afrika und in den Indischen Ozean abdecken. Im Nahen Osten und Afrika liegen die wichtigsten erdölproduzierenden Länder. Hambantota dient als Zwischenlager. Treibstoffe sind für China lebenswichtig. Das Reich der Mitte dürstet nach fossilen Brennstoffen. Schon heute verbraucht es ein Zehntel der Weltjahresproduktion an Erdöl. China ist das Land mit dem höchsten Erdölverbrauch und der größte Importeur von Erdöl. Rund 20% im Energiemix sind durch Erdöl gedeckt. Und ungefähr 50% des Erdöls kommt aus dem Nahen Osten. Weitere Teile kommen aus Zentralasien und auch aus Lateinamerika. Insbesondere Erdöl ist damit sehr wichtig für Chinas wirtschaftliche Entwicklung. Von Sri Lanka aus kann China sorglos Häfen unter seinem Einfluss in der Region anlaufen. Peking baute an all diesen Anlagen mit oder plant sie für die Zukunft. Verträge sichern China außerdem eine langfristige Nutzung. Eine extreme Bündelung von Schiffsrouten ist außerdem von Europa nach Asien zu erkennen. Die sogenannte Maritime Seidenstraße führt an Sri Lanka vorbei und gilt als Chinas Hauptschlagader. Die Europäische Union importiert 18% aller Waren aus dem Reich der Mitte. Peking und Europa sind lebenswichtige Handelspartner. Auf der Seehandelslinie möchte Peking gerne auch einen Kanal durch Thailand bauen. Er würde die Route um ca. 1000 Kilometer verkürzen und die Transportzeit um 6 Tage reduzieren. Außerdem könnte damit die Piraterie und terrorgefährdete Straße von Malakka umgangen werden. Während der Kanal von Thailand noch ein chinesischer Wunsch ist, wurde die Grundsteinlegung des Nicaragua-Kanals im Dezember 2014 bereits groß gefeiert.
Offiziell ist der Vertragspartner ein einzelner Multimilliardär und Unternehmer namens Wang Ying. Er unterzeichnete mit Präsident Daniel Ortega das geheime Dokument. Die Regierung behauptet stets, dass der Chinese ein unabhängiger Geschäftsmann aus dem autonomen Hongkong ist. Aber die Annahme, dass private Konzerne in China frei von Pekings Plänen und Einflussnahmen sind, gilt als naiv. Hongkonger Unternehmen sind sehr stark auf den chinesischen Markt ausgerichtet und verhalten sich dementsprechend konform, sind aber in der Regel privatwirtschaftliche Unternehmen. Das heißt, sie müssen stärker auf die wirtschaftlichen Aspekte auch Rücksicht nehmen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass durch sehr viel Kapitalinvestitionen vom chinesischen Festland sich die Eigentümerstruktur vieler Hongkonger Unternehmen schon verändert hat und darüber einen Einfluss auf das Management der Hongkonger Unternehmen stattfindet. Nach Recherchen ausländischer Medien rechnet sich der Kanal für einen Privatinvestor finanziell nicht. Rund 50 Milliarden soll er kosten und Wang Ying fand bisher keine zusätzlichen Geldgeber. Ohne Rendite für Investoren bleibt nur der strategische Charakter. Es ist unzweifelhaft, dass China hinter dem Projekt steckt. Wir setzen unsere Spurensuche auf der Kanalroute fort. Am Rio Brito und an der Pazifikküste besuchen wir den Ort der Grundsteinlegung und schauen nach der Baustelle. Hier soll der Kanal planmäßig in den Pazifik münden und ein Tiefwasserhafen entstehen. Doch wo sind die Bagger und Planierraupen? Auch die Bewohner wissen nichts von Bauarbeiten. Hinter vorgehaltener Hand erfahren wir, dass kürzlich Chinesen hier gewesen seien. Wir folgen den vagen Wegbeschreibungen stundenlang. Verbotene Zone wird uns zugeraunt und vom Militär abgeriegelt. Die Gerüchte stimmen nicht. Die Soldaten lassen uns überall durch. Tief im Wald entdecken wir etwas Seltsames. Hier liegen Bodenproben herum. Daneben Notizzettel, Tüten und Motorteile mit chinesischen Schriftzeichen. Hier fand offenbar vor kurzem eine Erdbohrung statt. Das ist also der Grand Canal bisher. Keine Baustelle, keine Baumaschinen, keine Arbeiter, sondern lediglich ein kaum sichtbares Loch. Bisher spielt der Kanal wohl vor allem eine theoretische Rolle in Pekings langfristigen Strategieplänen. Nicaragua soll sich dem völlig untergeordnet haben. Kritiker befürchten den Ausverkauf des Landes, weil der Vertrag bis heute geheim ist. Angeblich steht darin, dass der Unternehmer Wang Ying 116 Jahre lang frei über jeglichen Boden verfügen kann, um den Kanal, Häfen, Straßen und Touristenressorts bauen zu können. Umgekehrt soll es aber keine Verpflichtung zum Bau der Wasserstraße geben. Die Informationspolitik der Regierung ist höchst seltsam. Monica López Baltodano ist Umweltanwältin und keine konservative Kritikerin, sondern überzeugte Sandinistin. Sie hält Präsident Ortega für einen Vaterlandsverräter. Die Regierung lügt, wenn sie von den Einkünften aus dem Kanal spricht. Erstens, der Kanal wird in den nächsten 116 Jahren nicht einen Córdoba Steuern für das Land abwerfen. Zweitens, die Konzession hat 100 Millionen Dollar gekostet. Das bekommt Nicaragua in 2 Monaten von Familienmitgliedern aus dem Ausland geschickt. Drittens, niemand kennt die unterschriebene Vereinbarung. Die wird geheim gehalten, damit die Leute nicht erfahren, was wirklich drinsteht. Die Sandinisten riskieren viel Ärger mit dem Kanalprojekt. Kritiker befürchten außerdem Umweltschäden für den Nicaraguasee. Das größte Trinkwasserreservoir Mittelamerikas läuft Gefahr, durch die Containerschiffe und den Kanalbau verseucht zu werden. Aber seriöse Studien liegen bisher dazu von niemandem öffentlich vor. Der Streit im Land geht weiter. Peking interessiert die Innenpolitik in Nicaragua nicht. Aber es will sich auf jeden Fall alle Optionen offen halten, denn es hat große Pläne in der Region. China gehört zu den BRICS-Staaten. Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika fördern unabhängig von den USA eigene Handelsbeziehungen. Der vielbefahrene Panama-Kanal bleibt für diese Staaten ein doppelt riskantes Nadelöhr. Er ist für Mega-Containerschiffe zu schmal und gilt noch immer als von den USA kontrolliert. Die Panama-Kanalzone war bis zum Jahr 2000 unter einem besonderen Einflussbereich der USA. Das ist seitdem nicht mehr der Fall.
Auf der anderen Seite genügt ein einfacher Blick auf die Landkarte, um zu sehen, dass die USA natürlich auch in Zukunft sehr genau darauf achten werden, was in diesem für sie hochsensiblen Bereich passiert. In Chinas Lateinamerika-Plänen spielt Kuba eine strategisch wichtige Rolle. Denn wie in Sri Lanka soll die Insel als Logistik-Hub für die Region dienen. Anfang 2014 wurde auf dem sozialistischen Eiland der Tiefwasserhafen Mariel eingeweiht. Brasiliens Regierungschefin Dilma Rousseff reiste an und durchschnitt zusammen mit Raul Castro das Band. Offiziell gilt Brasilien als alleiniger Kreditgeber. Doch auch China wird immer wieder als Geldgeber genannt. Die Investoren gehen mit Kuba jedenfalls kein Finanzierungsrisiko ein. Der Staat gilt als absolut zuverlässiger Handelspartner. Das wissen auch die Chinesen. Sie lieferten die gesamten Hafenanlagen. Das ist hier höchste Qualität. Der Terminal ist Stand der Technik. Die Krane kommen aus Shanghai und sind das Neueste vom Neuen. Auch die anderen Krane kommen aus China. Wir können hier also mit einem Betriebssystem auf höchstem Niveau arbeiten. Die Leistungsfähigkeit ist sehr hoch. Beispielsweise schafft dieser Kran 30 Bewegungen pro Stunde. Und unsere Leute sind so gut ausgebildet, dass wir hier die weltweit gültigen Standards für einen Hafen dieser Kategorie gut erfüllen können. Wir sind auch hier das erste Kamerateam der Welt und erkennen, wie weitsichtig das Projekt Mariel angelegt ist. Derzeit tun im Hafen erst 4 Krane ihren Dienst. Aber die Anlage ist fast unbegrenzt ausbaubar und für den wachsenden Handel über die Weltmeere gewappnet. Der stellvertretende Direktor erklärt uns, welches Potenzial in Mariel steckt. Gebaut wird im Moment in einer kleinen Bucht, 18 Kilometer von der Hauptstadt Havanna entfernt. Doch nur 20 Kilometer weiter befindet sich eine mehr als 4-mal größere Bucht, die ebenfalls ausgebaut werden könnte. So kann der Hafen in Zukunft den Bedürfnissen und der Entwicklung der Weltwirtschaft und den globalen Warenflüssen Stück für Stück angepasst werden. Zum Projekt Mariel gehört eine riesige Sonderwirtschaftszone, die ausländischen Unternehmen günstige Produktionsmöglichkeiten bieten soll. Auch hier hat Peking große Pläne. Die Arbeitskraft ist auf Kuba billiger als in China selbst. Dazu kommt, dass das Ausbildungsniveau auf der sozialistischen Insel als ausgesprochen hoch gilt und die Arbeiter als zuverlässig. Als Problem für die internationale Schifffahrt gilt die seit Jahrzehnten andauernde Wirtschaftsblockade durch die USA. Containerschiffe, die Kuba anlaufen, dürfen 6 Monate an keinem Hafen in den Vereinigten Staaten festmachen. Aber trotz der Blockade soll sich Mariel für die kleine Insel rechnen. Die finanziellen Berechnungen haben wir unter den Bedingungen der Blockade durch die USA gemacht. Der Hafen rentiert sich, selbst unter den Bedingungen der aktuell verschärften Wirtschaftsblockade. Aber es kann sein, dass sich die Bedingungen lockern, dass die Verschärfungen nachlassen. Dann rechnet sich das Projekt Mariel noch mehr. Schon jetzt schlagen wir hier Waren um. Mittlerweile gibt es Interesse an der Sonderwirtschaftszone aus der ganzen Welt, aus Südamerika, aus Europa und aus Asien. Das garantiert, dass sich der Hafen wirtschaftlich lohnen wird. Wenn die Blockade allerdings endet, wird es nur noch besser. Das aktuelle Tauwetter zwischen den USA und Kuba lässt noch positivere Bilanzen erwarten. So stehen die Sozialisten seit Mai 2015 nach 33 Jahren nicht mehr auf der US-Terrorliste. Ohne Wirtschaftsblockade wäre der Weg für Investoren aus den USA dann endgültig frei. Schon jetzt geben sich europäische Staatslenker auf der Insel die Klinke in die Hand. Die Wichtigkeit von Mariel wird zunehmen und die Chinesen sitzen mit im Boot. An Kuba vorbei führen auch die US-eigenen Seewege zwischen der Ost- und der Westküste.
Verknüpft man alle Fakten, wird die chinesische Präsenz in der Region sichtbar. Peking ist beteiligt an Venezuelas größtem Hafen Porto Cabello und es investiert in Mariel. Der Nicaragua-Kanal soll den kritischen Panama-Kanal umgehen. Außerdem ist dort ein weiterer Tiefwasserhafen geplant. Sowohl der Ausbau des Panama-Kanals als auch der Bau des Nicaragua-Kanals beleben und entwickeln Mariel. Das zwingt die Häfen in der Umgebung ebenfalls zu investieren und ihre Kapazitäten für mehr Handelswaren zu erhöhen. Das führt zu einer großen ökonomischen Dynamik in der Karibik. Diesen wirtschaftlichen Aufschwung treibt Peking an. Es plant den Ausbau der Handelsbeziehungen zu Lateinamerika und möchte in den nächsten Jahrzehnten 500 Milliarden Euro investieren. Deshalb benötigt es zuverlässige Häfen und sichere Seewege. Rohstoffe sind die Lebensenergie des weltumspannenden ökonomischen Lebens. Die wichtigsten Frachtgüter über die Meere sind Rohöl und Ölprodukte mit einem Anteil von über einem Drittel, sowie Kohle und Eisenerz mit über 20%. China benötigt für seine Ökonomie ständig mehr Ressourcen und Grundsubstanzen. Die Routen von Lateinamerika nach China führen bisher durch den Panama-Kanal. Doch dieser ist Peking politisch zu unsicher und für die neuesten Containergiganten zu schmal. Die Ladekapazitäten der Transportriesen haben sich nach Angaben des Versicherers Allianz seit 1968 um über 1200% vergrößert. Aber schon die 2012 vom Stapel gelaufene Marco Polo kann den Panama-Kanal nicht mehr passieren. Allein 2015 wurden bisher 9 neue Megaschiffe der Ultra-Large Container Ship-Klasse bei japanischen und koreanischen Werften bestellt. Sie werden 20.000 Containereinheiten oder mehr fassen können. Ein Ende nach oben ist nicht absehbar. Experten halten sogar 30.000 Containereinheiten für machbar. China pusht das Wachstum der Transportschiffe. Die staatseigene Reederei CSCL lässt derzeit 4 Mega-Containerschiffe bauen, die alle Mitte 2015 auslaufen sollen. Auch das bisher längste Containerschiff der Welt unterwegs, die CSCL Globe. Sie kann 19.000 Containereinheiten transportieren. Das entspricht über 1 Million Waschmaschinen oder 15 Eiffeltürmen. Ihre Länge beträgt 400 Meter. Das ist ungefähr die Höhe des Empire State Building. Das staatseigene Schiff verbraucht rund 20% weniger Antriebsenergie als ein halb so großes. Das reduziert die Kosten für den Warentransport, treibt aber die Handelsmengen über die Meere nach oben. Kleinere Containerschiffe landen nach und nach auf dem Schrott. Sie sind unrentabel. Weltweit haben Reedereien bereits noch größere Giganten in Auftrag gegeben. Dass die Jungfernfahrt der CSCL Globe Anfang 2015 von China in die Hansestadt führte, war ein politischer Schachzug Pekings. Deutschland und China planen eine Steigerung ihres Handelsvolumens auf 200 Milliarden Euro jährlich. Das Reich der Mitte ist Deutschlands drittwichtigster Handelspartner weltweit. In Europa ist der Hamburger Hafen mit 9 Millionen Containereinheiten die Nummer 2. Nur das niederländische Rotterdam schlägt mehr um. Peking sieht Deutschland als Tor nach Europa, denn immerhin verfügt Hamburg über den größten Rangierbahnhof Europas und den zweitgrößten der Welt. 2014 machte der China-Handel ein Drittel des Gesamtvolumens im Hafen aus. Auch deshalb möchte Peking hier endlich ein Wörtchen mitreden und drängt seit Jahren darauf, sich einkaufen zu können. Doch die Hanseaten mauern konsequent. Hamburg hat die Strategie, dass sie sagen, sie wollen gerne selber die Hoheit darüber haben, wie sie ihren gesamten Hafenbetrieb steuern. Und das ist auch eine gute Sache, weil das ist wirklich im Interesse der Öffentlichkeit, dass wir nicht große, unter anderem chinesische Reedereien haben, die dann hier den Hafenstädten sagen, wie sie ihre Politik zu machen haben.
China hat in Hamburg noch ein weiteres Anliegen, mit dem es aber ebenfalls nicht vorankommt. Die Vertiefung der Elbe. Die riesigen Containerschiffe können bisher nur bei Flut ein- und auslaufen und dann nicht einmal voll beladen. Die jährlichen Baggerarbeiten der 100 Kilometer bis zur Nordsee kosten die Steuerzahler 100 Millionen Euro. Eine weitere Vertiefung würde die ständigen Kosten noch erheblich erhöhen. Peking wird hier sein Ziel vermutlich nicht so einfach erreichen wie in Ländern der Dritten Welt. Dazu kommt aber noch ein weiteres Problem. Der Hamburger Hafen liegt mitten in der Stadt und hier ist der alte Elbtunnel, der ist nur 12 Meter tief und deswegen können große Containerschiffe schon gar nicht dahin fahren. Deswegen ist die Entwicklung nur nach Westen möglich. Da sieht man aber schon, da ist schon fast alles entwickelt und hier ist die Stadtgrenze. Also insofern hat man da gar nicht mehr so viel Platz und man muss für Hamburg feststellen, die Grenzen des Wachstums sind perspektivisch schon erreicht. Experten befürchten einschneidende ökologische Nachteile, wenn die Elbe erneut angepasst würde. Die Salzwassergrenze könnte sich weiter Richtung Stadt verschieben, sodass die Obstbauern im alten Land zu salziges Wasser für ihre Felder bekämen. Außerdem würde die Erosion der Uferbereiche durch die stärkeren Bugwellen größerer Schiffe noch zunehmen. Neben der Vertiefung müssten außerdem über Kilometer sogenannte Ausweichtaschen ins Ufer gegraben werden, damit die Containerschiffe überhaupt aneinander vorbeifahren können. Hamburg wirkt für all das irgendwie viel zu eng. Der Terminalbetreiber Eurogate, der will einerseits, muss die Bäume wegnehmen, damit er seinen Terminal erweitern kann, ein Hafenbecken zuschütten. Dann soll hier dieser gesamte Bereich vergrößert werden, damit diese Riesenschiffe, die ja teilweise bis ein paar Meter an den Strand ranfahren, überhaupt den nötigen Wendekreis bekommen, damit sie hier vergleichsweise gefahrlos wenden können. Das sind natürlich Riesenmaßnahmen, die man hier ergreifen muss, um dieser Schiffsgrößenentwicklung mitten in einer Stadt eigentlich Rechnung zu tragen. Das kann auf Dauer eigentlich nicht funktionieren. Niemand weiß, ob es Peking irgendwann doch noch gelingt, sich in den Hamburger Hafen einzukaufen. Zeit ist für Chinesen Teil der Entwicklung der Welt. Die eine Generation baut die Straße, auf der die nächste fährt. Das haben sich auch die Planer des Jade-Weser-Ports bei Wilhelmshaven gedacht. Er ist der einzige deutsche Tiefwasserhafen, den Containerschiffe jeder Größe voll beladen anlaufen können. 2012 eröffnet, umfasst er 390 Hektar Fläche. Kostenpunkt rund 1 Milliarde Euro Steuergelder. Pro Jahr sollten hier 2,7 Millionen Standardcontainer umgeschlagen werden. 2013 waren es aber nur 76.000. Gedacht ist der deutsche Hub als Drehscheibe für Osteuropa, Skandinavien und Hamburg. Doch einen Container von einem Überseegiganten auf ein kleineres Fiederschiff für die Region umzuladen, bedeutet leicht erhöhte Transportkosten. Bisher sind die Chinesen nicht bereit, diesen Mehrpreis an die deutschen Hafenbetreiber zu zahlen. Aber solange es keinen Zwang gibt, den Jade-Weser-Port anzulaufen, solange werden die Containergiganten weiter Hamburg ansteuern. So hat der deutsche Steuerzahler einmal den Jade-Weser-Port finanziert und soll nun auch noch die Elbvertiefung zahlen. Experten bestreiten, dass der Elbausbau überhaupt notwendig ist. Denn Hamburg wird immer ein wichtiger Hafen bleiben. Bis 2030 wird sich die Handelsroute Deutschland-China zur fünftwichtigsten der Welt entwickeln. Die Warenströme in die Hansestadt werden also auch mit dem Jade-Weser-Port vermutlich nicht abnehmen. Außerdem ist Hamburg mit seinem riesigen Rangierbahnhof wichtig zur Weiterverteilung der Container ins Hinterland. Immer wieder unterstreicht Peking seit Jahren die Bedeutung der maritimen Seidenstraße. Auch der griechische Hafen Piräus liegt auf der Route und gilt als wichtiger Hub für das Schwarze und das Mittelmeer. Das chinesische Unternehmen COSCO hat bisher eine Beteiligung von 35% am Hafen in Piräus. Mit einer Mehrheitsbeteiligung von 67% könnten sie wesentlich schneller ihre Investitionspläne in diesen Hafen umsetzen und damit auch die Bedeutung für China erhöhen. Entlang der maritimen Seidenstraße garantieren langjährige Verträge China den Zugriff auf die örtlichen Infrastrukturen. Die Häfen in Marseille, Neapel und Piräus. Ein neuer Tiefwasserhafen ist auf der Krim geplant. In Ägypten will China ein Logistikzentrum bauen. Es ist beteiligt an Häfen in Israel,
Djibouti, auf Sri Lanka und in Kambodscha. Die Endpunkte der wichtigen Schiffsroute bilden schließlich die Häfen in China selbst. In einer Prognose der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers über die 25 wichtigsten Handelsbeziehungen im Jahr 2030 wird China 18 Mal genannt. Außerdem soll das Reich der Mitte die USA bis 2030 beim Welthandel überholen. Die Warenströme werden sich ändern. China löst die USA als Rohstoffsauger langsam ab. Von den 20 größten Containerhäfen liegen 9 in China, 5 in Asien, 2 in den USA und 3 in Europa. Der Abstand zwischen Rotterdam und Shanghai ist riesig. 10 Millionen Containereinheiten weniger schaffen die Holländer. Sie planen deshalb eine Erhöhung ihrer Kapazitäten auf 30 Millionen. China zwingt weltweit Staaten zur Investition in ihre Häfen. Wer kein Geld hat, dem gewährt Peking Kredite und bietet den Bau der Infrastruktur an. Die Bedingung lautet: langjährige Nutzung durch China. In armen Ländern funktioniert diese Strategie bisher erfolgreich. Chinesische Unternehmen bauen und planen zum Beispiel zahlreiche Häfen in Afrika, obwohl noch nicht viele Seerouten dorthin führen. Doch China verschenkt kein Geld. Es schafft so Abhängigkeiten der Länder und diktiert die Rahmenbedingungen. So begannen die Bauarbeiten in Sri Lanka 2007, just zum Auftakt der Offensive des Militärs gegen die Rebellen der Tamil Tigers, bei der China angeblich fleißig Unterstützung leistete. 2008 überwies Peking Hilfsgeld in Höhe von mehr als 1 Milliarde Dollar. Die USA schickten nur 7,4 Millionen. Doch nicht immer läuft alles rund für China. Nach dem Regierungswechsel Anfang 2015 machte der neue Präsident Sri Lankas zuerst dem chinesischen Erzfeind Indien seine Aufwartung und reiste erst dann nach Peking. Doch die Chinesen wissen sich zu helfen, um die Kontrolle über den neuen Hafen in Hambantota nicht zu verlieren. China hat verschiedene Möglichkeiten, sich weiterhin den Einfluss in Sri Lanka zu sichern. Einerseits geht es schlicht und einfach darum, weiterhin Investitionsversprechen zu leisten, dann aber auch ganz konkret die Bedingungen für diese Kredite, die dort vergeben werden, zu verbessern, das heißt niedrigere Zinsen zu verlangen. Letztlich wird der wichtigste Kanal aber wahrscheinlich sein, eben die Frage, wie man politische Eliten in Sri Lanka sich gefügig machen kann. Also investiert China in Sri Lanka weiter, um am Ball zu bleiben. Beispielsweise in den Hafen von Colombo. Er leistete bisher gute Dienste, liegt allerdings nicht so günstig wie der neue auf der anderen Inselseite. China baut seinen Einfluss auf den Weltmeeren auf verschiedenen Ebenen aus. Die Pläne Pekings sind auf den ersten Blick so wenig durchschaubar wie seine Firmengeflechte. Aber die Fakten sind gut zu erkennen, wenn man genau hinschaut und sie verknüpft. Berührungsängste oder Ideologien stehen für China an zweiter Stelle. Im Vordergrund steht das Geschäft. Der Staatskonzern Costco wird ab 2015 in einer Reedereiallianz mitfahren, zu der auch zwei Reedereigrößen aus dem abtrünnigen Taiwan gehören. Das Konsortium rückt sofort auf Platz 3 der Weltrangliste der Reedereien. In China sind Privatwirtschaft und Partei sehr eng verzahnt. Es gibt eine enge Verflechtung zwischen Staat und Wirtschaft in China. Das macht sich besonders bemerkbar in den großen Staatsunternehmen, die der Zentralregierung unterstellt sind. Die 113 Unternehmen haben CEOs, die überwiegend auch von der Partei ernannt werden und hier hohe Parteiämter bekleiden. Das ist eine Situation, die für uns recht ungewöhnlich ist. China agiert aus Prinzip immer mehrschichtig. Ein Stäbchen wird leicht zerbrochen. 10 Stäbchen sind hart wie Stahl. Der Staatskonzern Costco Pacific arbeitet von Hongkong aus und ist weltweiter Dienstleister für das Umschlagen von Containern in Häfen rund um den Erdball. Costco verfügt weltweit über mindestens 150 eigene Schiffsliegeplätze und ist fünftgrößter Container-Operator mit einem Weltanteil von knapp 10%.
Ein Partner ist der Megakonzern Hutchison Whampoa Limited, der ebenfalls in Hongkong residiert. Die beiden chinesischen Unternehmen schlagen weltweit ein Viertel aller Container um. Doch kann aus der chinesischen Präsenz eine Bedrohung für die Weltwirtschaft abgeleitet werden, wie es böse Zungen gerne tun? Chinesische Unternehmen stehen im weltweiten Wettbewerb und es ist nicht davon auszugehen, dass diese Unternehmen, wenn sie in einer Wettbewerbssituation sind, ihr Erpressungspotenzial im Ausland nutzen werden. Dass sich China als globaler Machtfaktor derzeit verstärkt in Lateinamerika engagiert, erscheint nur konsequent. Den USA ist der Kontinent in den letzten Jahrzehnten politisch entglitten. Nach zahllosen Interventionen und der Installation von Militärdiktaturen wendeten sich die Staaten fortschrittlichen und sozialistischen Ideen zu. China kopiert, was andere Weltmächte während der letzten Jahrhunderte in Amerika bereits vorgemacht haben. Es sichert sich Ressourcen und Rohstoffe. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied, den in Nicaragua der Vertreter der sandinistischen Jugend auf den Punkt bringt. Die Chinesen sind nicht nach Nicaragua mit Waffen gekommen, wie die Nordamerikaner nach Lateinamerika. Die Chinesen sind gekommen, um Geschäfte mit uns zu machen. Die logistische Präsenz Chinas in der ganzen Welt kann negativ interpretiert werden. Sicherlich könnte Peking diese Infrastruktur teilweise auch militärisch nutzen. Doch nichts deutet darauf hin. Kriege hat das Reich der Mitte seit über 100 Jahren nicht angezettelt. Viel eher will Peking wirtschaftlich vorankommen. Allein in den letzten 15 Jahren wurden mehr als 67 Millionen Menschen aus der Armut geholt. Bis 2020 müssen wegen der Landflucht 350 Millionen neue Wohnungen in China gebaut werden. China hat andere Sorgen als Kriege. Viele westliche Politiker trauen Peking aber aus Prinzip nicht. Vielleicht sorgen ja die wirtschaftlichen Verzahnungen dafür, dass sich feindliche Töne abmildern. Ein chinesisches Sprichwort sagt: Ein Freund mehr, ein Weg mehr.